Wir begrüßen euch zu einem neuen Video aus Schottland. Wir sind Melanie und Uwe und schon seit 1990 sind wir am liebsten in der schönen Natur unterwegs. Dazu gehört für uns das Wandern, allein oder mit Freunden, Reisen mit unserem selbst ausgebauten Van und vor allem den Moment genießen. Mehr brauchen wir nicht. Diese Burg, die ihr im Hintergrund seht auf der kleinen Insel, ist was ganz Besonderes. Und zwar wurde hier unter anderem auch Ritter der Kokosnuss von Monty Python gedreht. Und die Burg ist aus dem 14. Jahrhundert. Ah ja, die Burg ist aus dem 14. Jahrhundert, wollte ich eigentlich sagen. Genau. Gut, Uwe. Ort Benneray und der, ich hoffe, dass so ausgesprochen wird, der beherbergt die Neptuntreppe. Und zwar ist das eine Schleuse, wo der Kanal um 19 Meter erhöht wurde. Und bis da so ein Boot rauf oder runter gefahren ist, das dauert 90 Minuten. Wie haben wir wohl diese Bilder gemacht? Es handelt sich um einen Spiegelkasten. Vor lauter Spiegelfotos haben wir beinahe die Dachlok verpasst. Wir haben einen schönen Übernachtungsplatz gefunden, um ausgeruht zum nächsten Highlight zu gelangen. Jetzt aber schnell, damit wir den Zug nicht verpassen. Guten Morgen. Hallo. Wir sind auf dem Weg zu Harry Potter. Ja, wir versuchen es heute mal mit dem Viadukt und der Eisenbahn. Und es ist schon jede Menge los. Und eigentlich sollte es regnen, aber irgendwie scheint die Sonne. Ja, wir freuen uns. Noch eine halbe Stunde, bis der Zug kommt und die Menschen werden mehr hier. Thank you.
Wir waren schon anderthalb Stunden vorher da und haben uns einen guten Platz für die Aufnahme gesichert. Das war auch gut so bei den vielen Menschen. Leute, lilafarbene Bushaltestellen. Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Na, wieder ein nettes Plätzchen, oder? Okay, ab und zu kommt ein Auto vorbei. Aber eher selten. Richtig schön hier. Das Wetter hat sich leider wieder etwas zugezogen, aber es ist trotzdem, total traumhaft. Im Hintergrund seht ihr Loch Ness und... Oh. Übrigens sah man in Loch Ness Nessie das erste Mal 1831 und das letzte Mal 1998, bevor es für uns noch einmal auftauchte. Eigentlich wollten wir da stehen bleiben, aber jetzt hat sich eben schon gerade so ein riesen Wohnmobil neben uns geklemmt, dass wir kaum rauskommen. Und jetzt haben sie auch noch drei Autos da geparkt. Ich denke mal, wir werden jetzt wohl doch weiterfahren. Hier ist es eindeutig ruhiger. Steuern wir den nächsten Campingplatz an. So, dann gucken wir mal, ob das Essen fertig ist. Oh. Und das duftet. Jetzt habe ich aber Hunger. Los! Hier noch ein paar Eindrücke vom Campingplatz. Mit Aufenthaltsraum, Spielmöglichkeiten.
Küche. Und duschen. Und Toiletten gab es natürlich auch. Es ist ein wunderschöner, naturbelassener Platz. Aber für große, schwere Wohnmobile nicht erlaubt, da sie die schöne Wiese sonst kaputt fahren. Hier gibt es sogar einen Fahrradstall. Ja, richtig überdacht, trocken. Jetzt zum Biotop, zu einer Sitzecke da hinten. Und da gibt es so ein kleines grünes Zelt. Das ist nämlich von einem Fahrradfahrer, der hier Station macht. Ja, hier und da eine Sitzgruppe, total schön angelegt. Hinten raus gibt es einen schmalen Pfad, auf dem man in 5 Minuten direkt den Fluss erreicht. Ist ein idealer Spaziergang für uns mit Cooper. Wir gehen mal zu einer Ruine, ein Castle. Sind am Castle.
Castle Sinclair Jones oder so ähnlich. Direkt an der Küste. Ja, genau. Sehr schön. Es ist, kostet kein Eintritt, es ist kostenfrei. Der Parkplatz kostet für 2 Stunden 1 Pfund. Das geht. Das geht, das ist super. Ja. Duncan's Bee Heat Stacks sind an der Nordküste vorgelagerte, sehr spitze, herausragende Felsformationen, die wir aber aufgrund des Nebels leider nicht sehen konnten. Hier in John O'Groats. Bei der Weiterfahrt haben wir plötzlich diese netten Kameraden gesichtet. Da musste ein Fotostopp natürlich sein. Das ist übrigens kein Seehund. Wir fahren zum Castle of May. Dieses Anwesen wurde 1952 von der Queen Mom gekauft und vorm Verfall bewahrt. Sie machte dort jedes Jahr Sommerurlaub. Nordschottland hat wirklich traumhafte Küstenabschnitte. Der nördlichste Punkt des britischen Festlandes heißt Dunnet Head.
haben nochmal einen richtig tollen Platz gefunden. Zwar sozusagen mit Strand. Castletown, auch bekannt als Flagstone Village, besaß hochwertige Steinplatten, die hier abgebaut und in die ganze Welt verschifft wurden. Es gibt aber auch eine Vorgeschichte, die bis zu einer Wikingerbesiedelung zurückreicht. In das nette kleine Museum konnten wir leider nicht, denn es hat nur sonntags, also an einem Tag in der Woche, geöffnet. Mit den wundervollen Muschelaufnahmen und wieder mal einem schönen Sonnenuntergang beenden wir unser Video. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, würden wir uns über ein Abo freuen. Besonders toll finden wir ein paar nette Worte von euch in den Kommentaren. Wir beantworten sie gerne. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und tschüss!